irgendwelche Fragen von den Anwesenden? Ich möchte eine Frage stellen. Mein Name ist von Rabe, Planet Krieg Tagesschau. Herr General, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze im Zentrum der Hauptstadt errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, da sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Für unsere heutige Ausgabe benötigen wir neben den üblichen Bastelmaterialien Blombendraht, Gussrahmenreste und dicke Pappe. Im ersten Arbeitsschritt nehmen wir uns ein Stück Holz. Ich habe hier ganz normales Sperrholz. Mit einer Maße von ca. 12,5 cm Länge. Und ca. 2,5 cm Breite. Mit einem Bleistift schrägen wir die oberen Kanten an, dass sie spitz zusammenlaufen. Dann schrägen wir die ganzen Seiten ab. Und auch die Kanten machen wir etwas rund, damit die nicht so eckig aussehen. Das Ganze sollte dann etwa so ausschauen und dient als Base. Dann nehmen wir uns ein Stück stabile Pappe und benutzen unsere Holzbase als Schablone, um die Länge der Pappe zu ermitteln. Dazu ziehe ich drei Striche und verbinde diese dann mit einem Lineal. Mit einem scharfen Cuttermesser schneide ich die Pappe einfach ab. So, damit ich weiß, wie hoch meine Wellblechzäune werden sollen, nehme ich mir ein Lineal und zeichne im Abstand von ca. 6,5 cm eine Linie. So hoch sollen dann letztendlich meine Mauern werden, beziehungsweise meine Zäune. Auch das schneide ich dann mit einem Cutter einfach ab. Dazu benutze ich das Lineal einfach als Führungsschiene, da es schön stabil ist. So, danach gucke ich, ob alles auf die Base passt. Wenn ich der Meinung bin, dass ich damit zufrieden bin, nehme ich mir die oberste Schicht von dem Karton und ziehe diese ab, sodass nur das Wellenmuster übrig bleibt. Das mache ich bei der Vorder- und bei der Rückseite und dadurch habe ich eine schöne Struktur wie halt so ein Wellblech. Mit einer Schere schneide ich das Stück in drei ungleichmäßig große Stücke und bearbeite dann die obere Kante, um Abnutzungen oder Verbiegungen herzustellen. Das mache ich mit einer Schere, da schneide ich ein paar Stücke raus. Einfach mal schräg abgeschnitten. Einfach willkürlich, so wie ich denke, dass das zerfallen ist. Mit meinem Finger biege ich dann oben die Pappe noch etwas, um verbogenes Wellblech darzustellen.
Wenn ich der Meinung bin, das gefällt mir, dann klebe ich einfach alle drei Teile mit einer Heißklebepistole auf die Base. Danach kommen die Gussrahmenreste zum Einsatz. Da schneide ich mir für einen Zaun drei Gussrahmenreste zurecht. Die Länge spielt dabei für mich jetzt keine Rolle. Dabei ist nur zu beachten, dass ich eine Seite gerade abschneide. Und unten die untere Kante Anschräge von beiden Seiten. Das Ganze sollte dann in etwa so aussehen. Im nächsten Bauschritt nehme ich mir die streckige Spitze, mache etwas Holzleim und Sekundenkleber drauf, um es zu befestigen. Das stecke ich dann einfach in die Öffnungen rein und dann passt das schon. So, nachdem alle drei Teile dran sind, muss es gut trocknen. Dann nehmen wir uns unseren Blompendraht und nehmen uns davon ein gutes Stück weg. Ja, ist eine Fusselarbeit gewesen, das sage ich euch. Aber so ein Blompendraht gibt es in jedem handelsüblichen Baumarkt zu kaufen. Dann wickel ich den Blompendraht um einen Stift. Schön eng anliegend. Einfach rumwickeln. So, nachdem es fertig ist, kann ich es einfach abziehen. Drücke ein bisschen zurecht und schon ist mein Stacheldraht fertig. Den Stacheldraht lege ich mir dann so oben zurecht, wie ich das gern habe. Am besten so wie beim Flechten rumwickeln. Nachdem ich mit der Positionierung zufrieden bin, befestige ich den Blompendraht mit Sekundenkleber, sowohl direkt am Blech als auch an den Pfosten. Im nächsten Bauabschnitt schnappen wir uns Holzleim und verdünnen diesen Holzleim ganz stark mit Wasser. Das Ganze muss schön umgerührt werden, dass wir eine schöne streichfähige Paste haben, die schön flüssig ist. Wenn es nicht reicht, geben wir noch etwas Wasser hinzu, wie ihr es in meinem Fall gesehen habt. Und dann bestreichen wir die ganze Pappe mit dieser Wasser-Leim-Kombination. Das wird nachher bombenfest und man merkt nicht, dass es Pappe ist. Ist so ähnlich wie bei Pappmaché. Und das Ganze muss dann gut durchtrocknen. Ich konnte es schon wieder nicht abwarten und habe die Base mit unverdünntem Holzleim bestrichen.
um dann ganz vorsichtig groben Kies auf das Base zu streuen. Wenn alles soweit getrocknet ist, grundieren wir das ganze Geländestück. Ich habe hier einen Universalhaftgrund, dazu gehen wir natürlich raus. Wenn alles getrocknet ist, machen wir mit der Bemalung weiter. Dazu nehmen wir uns einen weißen Ton und mischen unter den weißen Ton ein bisschen schwarze Farbe. Ich möchte, dass ein schönes helles Grau entsteht. Dann gebe ich noch ein bisschen Wasser hinzu, weil mir die Farbe zu dick war. Und dann bemale ich den ganzen Zaun. Nur den Zaun, nicht den Stacheldraht oder die Base, sondern nur den Zaun bzw. die Pappe mit dieser Farbe. Und lasse das Ganze trocknen. Wenn alles trocken ist, schnappe ich mir ein schwarzes Wash. In diesem Fall habe ich eins von Citadel. Und trage das Wash großzügig auf das Wellblech auf. Das Ganze sollte dann so aussehen und muss natürlich auch wieder gut trocknen. So, nachdem alles getrocknet ist, sieht es dann so aus. Sieht schon ganz cool aus, aber da fehlt mir noch der Akzent. Dazu benutze ich etwas weiße Farbe. Und werde das ganze Wellblech trocken bürsten. Dazu streiche ich die Farbe einfach ganz gut aus, sodass kaum noch Farbe auf dem Pinsel drauf ist. Und zieht ganz leicht über die Mauer bzw. über den Zaun, sodass nur die oberen Kanten akzentuiert wurden. Im nächsten Bemalschritt mischen wir uns eine dunkelbraune Farbe zurecht. Und bemalen damit die Base. Danach nehme ich einen schwarzen Farbton und mische unter diesen Farbton noch etwas Weiß, um ein Dunkelgrau zu bekommen. Ein Schluck Wasser noch hinzu. Damit bemale ich die Pfosten vom Zaun. Dann nehme ich mir ein helleres Grau, mische dieses hellere Grau mit unserer ursprünglichen Farbe und dann werden die Pfosten nochmal trocken gebürstet. Dann nehme ich mir hier einen Beige-Ton und bürste damit ebenfalls die Base trocken, um etwas Struktur noch zu bekommen. So, da kommt wohl der aufwendigste Arbeitsschritt an der ganzen Geschichte. Dazu nehme ich mir silberne Farbe und bemale damit den ganzen Stacheldraht. Falls ihr eine einfache Variante wisst, schreibt es in die Kommentare. In unserem nächsten Bemalschritt schnappe ich mir das schwarze Wash
und bursche den ganzen Stacheldraht mit diesem Schwarz. Das Ganze sieht dann in etwa so aus. Im nächsten Bemalschritt kommt ein braunes Wash, womit ich über den ganzen Stacheldraht nochmal leicht drüber tupfe, drüber male, hier und da einfach frei schnauze, um Rost und Verwitterung darzustellen. Das gleiche mache ich auch bei Teilen der Mauer, wo ich denke, da könnte sich Rost und Dreck abgelagert haben. So, im letzten Bauabschnitt kommen die Grasbüschel zum Einsatz. Diese sind von Mini Natur, die finde ich super, die sind echt toll, lassen sich gut lösen. Und diese klebe ich einfach mit Sekundenkleber auf die Base. Ja, und somit wäre auch diese Mauer einsatzbereit. So, Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Was für Mauern habt ihr denn schon so in die Höhe gezogen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns auch ein Foto davon. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Den Link zu unserer Facebook-Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung. Liked unsere Seite, liked YouTube, liked alles, was ihr wollt und denkt immer dran, make Tabletop great again.